Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum, welche Möglichkeiten Michael Ballweg beim Interview beim ARD-Magazin Monitor gehabt hätte und wie die Monitorsendung generell abgelaufen ist, mit welcher Strategie. Die Sendung war so aufgebaut, dass es vollkommen unverblümt von fast Anfang bis Ende, drei Viertel der Sendung, um Rechtsextremismus ging. Die Autoren stellen das so dar, oder sie suggerieren, das überlassen sie dem Zuschauer, das sagen sie nicht. Wir sind hier die besorgten Journalisten, wir sorgen uns um die Demokratie. Die Sendung war so aufgebaut, dass Restle und eine Rechtsextremismus-Expertin von der Amadeo-Antonio-Stiftung sich gegenseitig die Bälle hin und her spielten. Das heißt, Restle hat irgendwelche Aussagen gemacht und damit es nicht so aussieht, dass jetzt er allein ist, bekommt er die Rückendeckung von einer Expertin, so dass in diesem Setup schon suggeriert wird, das ist hier allgemeiner Konsens. Das ist hier nicht Georg Restle, das ist Konsensmeinung von einem Experten, von einem unabhängigen Experten. Der Zuschauer weiß ja nicht genau, was die Amadeo-Antonio-Stiftung ist, wer Annette Kahane ist, mit welcher Geschichte und was diese Amadeo-Antonio-Stiftung so alles treibt. Das weiß ja der normale Zuschauer nicht. Der denkt, ah ja, da ist jetzt ein Experte von irgendeiner Stiftung. Und dann spielen diese beiden Leute, bestätigen sich gegenseitig. Im Unterschied zum ARD-Interview und zu den meisten anderen Formaten wird hier also diese Themenlenkung vollkommen unverblümt forciert. Es geschieht nicht so im Geheimen, dass das Thema unauffällig darauf gelenkt wird, sondern man pusht das von vorne bis hinten. Das ist eine sehr offensive Strategie. Sie ist potenziell auch für Monitor gefährlich. Nur anscheinend haben die bisherigen Interviewpartner es nicht ausgenutzt gegen Monitor. Diese Chance hätte Michael Ballweg hier gehabt. Aber eine Voraussetzung dafür wäre gewesen, dass er vorbereitet ist, dass er Monitor kennt. Monitor und überhaupt diese ganzen Journalisten haben den Vorteil. Sie kennen sich bestens aus. Wir dürfen uns keine Illusionen machen. Georg Restle und Monitor, die wissen ganz genau, wie viele Leute bei der Demo war, wie die Demo aussah, wie es gewesen ist. Sie wissen es besser als jeder von uns. Sie wissen es ganz genau. Und sie machen es jetzt so, sie haben also ein Bild, ein facettenreiches Bild. Und nehmen wir mal an, dieses Bild wäre jetzt blau. Wir hätten ein überwiegend blaues Bild mit vereinzelten Rotstichen drin. Was macht Monitor jetzt? Sie filtern das raus, was rot ist und präsentieren es als Realität. Und da haben sie verschiedene Beispiele, weil es ist zwar ein riesiges blaues Bild, aber sie nehmen die einzelnen roten Dinge raus. Und jetzt, indem sie es groß rausbringen, suggerieren sie dem Zuschauer einfach, indem sie Zeit damit verbringen. Auch im Interview, indem sie das ganze Interview damit führen, suggerieren sie, ohne dass sie es behaupten. Das müssen sie gar nicht behaupten. Dadurch, dass die ganze Sendung damit gefüllt ist, suggerieren sie, das Bild ist rot. Im Allgemeinen, obwohl es blau ist. Da müssen sie gar nicht lügen. Allein dadurch, dass sie es spielen, denkt der Zuschauer sich das automatisch. So ging jetzt schon der erste Teil der Sendung. Und hier wurde auch ein Trick angewandt. Es wurden Begriffe aneinandergelegt, zum Beispiel Rechtsextremismus und AfD. Das kam immer direkt hintereinander. Damit suggerieren sie, das ist das Gleiche. Oder es wird beim Zuschauer, entsteht eine Verbindung im Kopf. Und mit diesen Tricks, mit dieser Manipulation, haben sie schon im ersten Drittel der Sendung, bevor das Interview mit Michael Ballweg kommt, haben sie schon dafür gesorgt, der Zuschauer sieht jetzt die Demo so, wie sie es darstellen. Kommen wir jetzt zum Interview. Es wird wie in einem Drehbuch aufgebaut, kommt eine Frage nach der anderen, immer mit so einer Steigerung. Es kommt erst, dass Nikolai Lehrling umarmt wurde, dann kam die nächste Steigerung, dass Nikolai Lehrling irgendwas gesagt hat und dann kam Georg Restle raus mit den 6 Millionen. Und so wurde viel Zeit verbracht mit Nikolai Lehrling. Wir erinnern uns, Georg Restle steht da als der unabhängige Journalist und der Journalist hat die Themenlenkung. Er darf das Thema lenken. Und der Gast hat immer die Fragen zu beantworten. So ist es eine ungeschriebene Regel. Und Michael Ballweg kann jetzt nicht einfach daraus ausbrechen. Zunächst nicht. Er muss das vor dem Zuschauer begründen, dass er hier ausbricht. Und das kann er nur, indem er Georg Restle glaubwürdig vor dem Zuschauer die journalistische Tätigkeit abspricht. Also indem er offenlegt, Georg Restle handelt hier nicht als neutraler Journalist, dem es um die Wahrheit geht, der edle Motive hat, der seine Arbeit macht,
sondern Georg Restle handelt hier als politischer Aktivist. Wie kann Michael Baldeck das nun machen, ohne vor dem Zuschauer ausfällig zu wirken? Er zeigt einfach auf, was passiert, die psychologischen Wirkmechanismen, das Handeln von Monitor und die psychologischen Folgen. Das heißt, wenn jetzt Georg Restle und die Experten die ganze Zeit, eine Stunde lang nur über Rechtsextremismus bei der Demonstration reden oder über Fehlverhalten von Demonstranten, dann macht Michael Baldeck klar, Monitor suggeriert hier ein falsches Bild und er beteiligt sich nicht daran, indem er jetzt dieses Spiel mitspielt, indem er Zeit damit verbringt, immer wieder darauf einzugehen. Er beteiligt sich nicht daran, beim Zuschauer dieses Bild zu verfestigen, indem das Thema die ganze Zeit gespielt wird. Das können sie ja machen, aber er spielt da jedenfalls nicht mit. Er wird nicht das ganze Interview jetzt lang weiter auf Fragen zum Rechtsextremismus eingehen, weil er nicht möchte, dass seine Demo in den Köpfen der Leute versaut wird, auf gut Deutsch. Das kann er ja genauso sagen, weil genauso ist es ja auch. Er muss noch nicht mal mehr sagen, das hat jetzt Monitor mit Absicht gemacht. Er stellt es einfach nur fest, was hier passiert und wie die Wirkmechanismen sind. Und dann kann der Zuschauer nachdenken darüber. Dann fängt der Zuschauer mal an, in eine andere Richtung zu denken und denkt, ja, das stimmt. Georg Restle wird nun sagen, das Thema sei wichtig, das Problem sei so groß. Als guter Demokrat wäre es seine Pflicht, das herausragend zu behandeln. Und Michael Baldeck, wenn er sich dem verweigere, sei kein guter Demokrat. Er wolle die Dinge unter den Tisch kehren. Jetzt kommt das Problem, Michael Baldeck muss jetzt Monitor ein klein wenig kennen. Oder zumindest die Öffentlich-Rechtlichen. Denn dann ist klar, das ist nicht stichhaltig. Es wird immer nur alles mit rechts groß dargestellt, aber die ganzen Probleme links, da kommt überhaupt nichts drüber. Beispielsweise ein Kreisparteitag der Linken. Nochmal kurz sagen, Energiewende ist auch nötig nach einer Revolution. Und auch wenn wir dort 1% der Reichen erschossen haben, ist es immer noch so, dass wir heizen wollen. Wir wollen uns fortbewegen. Naja, ist so. Wir müssen mal von dieser Metaebene runterkommen. Ich muss sagen, wir erschießen Sie nicht, wir setzen Sie schon für nützliche Arbeit ein. Wir müssen diesen parlamentsfixierten Abgeordnetenbetrieb schwächen. Und das machen wir damit, dass wir feststellen, was die Aufgaben einer Linken sind. Staatsknete im Parlament abgreifen, Informationen aus dem Staatsapparat abgreifen, der Bewegung zuspielen, den außerparlamentarischen Bewegungen das zuspielen. Und dann braucht man natürlich noch das Parlament als Bühne, weil die Medien sind so geil auf dieses Parlament, das sollten wir doch nutzen. Aber alles, was darüber hinausgeht, brauchen wir nicht unbedingt. Es gibt in jeder Stadt eine vernünftig operierende Antifa. Und da könnt ihr mal die gesamte Kohle hinpacken, anstatt mit SPD, Grünen und CDU eine Einheitsfront zu bilden. Ich glaube, da hat die Antifa mehr von und wir haben den Nazi-Dreck irgendwann auch weg. Bei den Aussagen, die auf diesem Kreisparteitag gemacht wurden, vom Parteichef, aber auch von diesem anderen Redner, da sind ja ganz viele Eskalationsstufen über dem, was der Volkslehrer sich geleistet hat mit den 6 Millionen. Weil wenn er jetzt die 6 Millionen anzweifelt, dann hat er noch keine Mordabsicht ausgesprochen. Das ist hier bei dem Kreisparteitag aber der Fall. Der Klassenfeind kann umgebracht werden. Und Rieksinger verneint das nicht, sondern er sagt, vorher könnten diese Leute noch nützliche Arbeit verrichten. Das ist kommunistisch, da steht eine Mordabsicht dahinter. Sie kämpfen hier gegen den Klassenfeind. Es gibt den Klassenfeind und der wird mit allen Mitteln bekämpft. Und das kann man ja auch in den Medien sehen. Meiner Ansicht nach, das sind diese Leute, die die Altmedien dominieren und die normalen Leute rausgedrängt haben. Es sind Antidemokraten. Und sie scheuen von nichts zurück, den Klassenfeind zu bekämpfen. Jetzt in dem Fall vor allen Dingen die AfD, aber natürlich auch Teile, Hans-Georg Maaßen, Teile der CDU, die sogenannte Werteunion, soweit die sich nicht beugen. Jede politische Kraft, die gewisse Entscheidungen nicht mitträgt, also beispielsweise dem Islam kritisch gegenübersteht, dem Koran, die bei anderen Themen nicht mitgehen, die propagiert werden, diese Leute werden mit allen Mitteln bekämpft. Und das heißt wirklich mit allen Mitteln. Es werden ihre Existenzen vernichtet. Monitor und Georg Restle haben nie Linksextremismus in den Mittelpunkt gestellt, ihre Sendungen.
Und damit ist ganz eindeutig, indem er dieses Ungleichgewicht darlegt, kann Michael Baldeck deutlich machen, kann vor dem Zuschauer glaubwürdig machen, dass das Motiv, dieses Thema zu spielen, dass es nicht die Demokratieerhaltung ist. Er sagt gar nicht, ihr seid jetzt so und so, ihr seid Demokratiefeinde, sondern er bringt die Fakten. Der Zuschauer bildet sich da die Meinung von selbst. Er sagt nur, Monitor hat über Links Probleme, gar nicht berichtet und macht jetzt hier eine ganze Sendung lang auf einer Demo, wo aus seiner Sicht diese Probleme mit undemokratischem Verhalten fast überhaupt keine Rolle gespielt haben, dass Monitor hier die ganze Sendung damit verbringt, wohingegen bei den richtigen Problemen links, Ausschreitungen in Leipzig wird man auch nichts mehr hören bei Monitor, diese Probleme, die kommen überhaupt nicht vor beim Monitor. Dazu muss man natürlich ein Grundwissen haben, das, was die Öffentlich-Rechtlichen in der Vergangenheit gemacht haben. Georg Reste wird probieren, ihn abzuwürgen, wird probieren, ihn wieder seine Themenlenkung aufzuzwängen. Aber Michael Baldeck darf ihn auf keinen Fall entlassen. Er greift ihn und er lässt ihn nicht los. Er hakt immer nach. Mit jeder Minute, die das Thema auf Georg Restle und Monitor gelenkt wird, ist schlecht für Georg Restle im Monitor und umso mehr setzt sich der Zuschauer damit auseinander. Michael Baldeck muss dann unbedingt vermeiden, dass es Georg Restle gelingt, das Thema wieder so umzulenken, wie er es will. Sondern er muss Georg Restle faktisch dazu bringen, das Interview abbrechen zu wollen. Er muss sozusagen es so weit bringen, dass Monitor und Georg Restle mit dieser unangenehmen Themenlenkung, die er betreibt, dass sie das Interview abbrechen wollen. Aber er muss es so machen, dass sie es dem Zuschauer nicht glaubhaft vermitteln können. Dass sie vor dem Zuschauer nicht rechtfertigen können, das Interview abzubrechen. Da muss natürlich Michael Baldeck immer freundlich bleiben im Tonfall. Und keine Anschuldigungen machen, er bringt nur die Fakten, die dann Monitor und Georg Restle in Erklärungsnot bringen. Und dann wird es natürlich so sein, wenn es aufgezeichnet ist und nicht live ist, dann wird Monitor das Interview nicht senden. Und für den Fall braucht Michael Baldeck dann natürlich einen Mitschnitt. Dann kann er sagen, das macht er vorher aus, das ist ganz wichtig, dass er eine Aufzeichnung macht von dem Interview und er das auf seinem Kanal veröffentlicht. Sozusagen, dass Monitor keine Chance hat, die Veröffentlichung des Interviews nachher zu verhindern. Und dass sie sozusagen damit auch gezwungen werden, das Interview dann in ihrer Sendung zu zeigen, weil sonst kann dann Michael Baldeck sagen, wir haben ein Interview aufgenommen und sie waren dann zu feige, es am Ende zu zeigen, weil es nicht so lief, wie sie es wollten. Sie sind keine ehrlichen Journalisten, sie sind unehrlich und wenn es nicht für sie läuft, dann zeigen sie es einfach nicht, weil so sind ja die Altmedien. Sie zeigen ja nur ausschnitthaft das, was ihnen passt. Und das Interview muss so laufen, dass es ihnen gar nicht passt. Das muss für sie so schlecht sein, dass sie dieses Interview nicht senden wollen. Dann ist es ein richtig gutes Interview, wenn sie die Ausstrahlung vermeiden wollen. Das heißt, man kann schon daran erkennen, dass dieses Interview ausgestrahlt wurde, dass es nicht optimal gelaufen ist, dass es eher ein Punktsieg war für die Öffentlich-Rechtlichen, leider. Jedenfalls für den uninformierten Zuschauer, der sich damit nicht weiter beschäftigt und der dem Framing einfach verfällt oder auch verfallen will, der nur dem Stärkeren hinterherlaufen will. Ihr könnt ihr schreiben, was ihr denkt und was ich vergessen habe. Macht's gut.